Hall. Egal. Hallo! Die drei Herren vom Film sind wieder da nach einer etwas längeren Pause, kann man fast schon sagen. Ja, wir waren jetzt 5 Tage oder so nicht aktiv. Wir waren 5 oder 6 Tage nicht aktiv, haben keinen Content gedreht, aber jetzt sind wir wieder da. Jetzt kommt wieder Material. Und das hat natürlich auch einen ganz, 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 ganz wichtigen Grund. Wir haben die 100 Abonnenten ja schon durchbrochen. Yeah. Dafür sagen wir Dankeschön an alle, die uns die Treue halten, die unsere Videos gucken, die fleißig kommentieren, die Anregungen auch schreiben, wenn mir was nicht so gut gefällt oder natürlich auch jedes Lob sehen wir natürlich sehr, sehr gerne. Nun ist es ja natürlich so, dass bei den Videos, wir haben ja mittlerweile 76, glaube ich, oder so, oder 80. Echt schon? Ja, wir haben eine ganze Menge Videos schon oben. Wir sind natürlich auch drei viel beschäftigte Herren, die auch privat neben dem Film noch sehr, sehr viele andere Aktivitäten haben. Wir sind manche gehen arbeiten. Zwei von den drei Herren vom Film. Man kommt also nicht immer dazu, sofort alles umgehend zu beantworten und ab und zu bleibt auch mal eine Frage länger offen stehen in so einem Kommentar. Gut, das dauert dann halt mal eine Woche, bis man antwortet. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich teilweise Fragen jetzt erst beantwortet habe, wo das Video schon irgendwie 3 Wochen online ist, die an mich persönlich gerichtet waren. Und aus diesem Grunde haben wir jetzt diesen kleinen Aufruf für euch. Wir möchten jetzt von euch wissen, oder besser gesagt, was wollt ihr noch von uns wissen? Ihr dürft jetzt hier unter diesem Video, das wir einfach mal nennen, ihr fragt, wir antworten, tippen, was wollt ihr noch wissen von uns? Und dabei ist es uns völlig egal, was. Ihr könnt fragen, wie sind wir überhaupt zu diesem Kanal gekommen? Vielleicht, wenn es einer noch nicht weiß. Warum streichelt der doofe Marco oder ständig diesen komischen Eisbär? Warum hat er letztens diese Hippie-Haare? Ach nee, das hat man schon beantwortet. Das hat man schon beantwortet. Ja. Das ist egal, das hat einer nicht mitgekriegt. Warum hat der Björn den Minion hier stehen. Minion da stehen. Warum betet Thorsten schon wieder zu Gott? Oder was tut er da gerade? Man weiß es nicht. Warum ist die Banane krumm? Warum ist die Banane krumm? Thema Film, von mir aus auch Privates. Wir versuchen natürlich alles zu beantworten. Ob wir alles beantworten, werden wir dann mal sehen. Genau. Wir sind da eigentlich sehr offen. Also fragt, was ihr wollt. Voraussetzung dafür ist, ihr schreibt es hier rein. Einfach Kommentar, Frage. Wenn es an alle drei ist, schreibt bitte einfach an alle drei. Wenn ihr eine Frage zu jemand von uns persönlich habt, schreibt ihr dann an Björn, an Marco oder an Thorsten. Und dann Doppelpunkt Frage. Das werden wir uns 1, 2, 3 Wochen laufen lassen. Gucken und dann werden wir uns das alles angucken. Genau. Ob es überhaupt einen interessiert oder ob es überhaupt keine Resonanz ist, werden wir sehen. Und dann werden wir die Fragen, die hier stehen, beantworten in einem kleinen Video. Und dann werden wir damit sicher ganz viel Spaß haben. Auf jeden Fall. Wir hätten noch so T-Shirts machen müssen. Ne? Björn, Marco, Thorsten. Wenn ihr Fragen an Thorsten habt, drückt die 3. Genau. Vielleicht kommt das ja noch. Dann ist das ja eine Idee. Oder wenn ihr Leute hier rauswählen wollt, dass nur noch die 2 Herren vom Film da sind. Ja, oder? Genau. Ja, wenn ihr sagt, ich hab oder wenn ihr der 4. Herr vom Film werden wollt, oder die 3. Dame oder die. Zum Beispiel. Die 3. Dame, die 1. Dame. Wenn ihr jetzt insgeheim sagt, ich kann diese Kriegsfilme nicht mehr sehen. Ja, dann. Ja. Oder wenn ihr sagt, da muss mal Frauenpower rein. Wir brauchen mal auf der Couch auch mal ein weibliches. Bitte bewerben, vorbeikommen, mitmachen. Also, genau. Naja, schreibt uns eure Fragen. Wir sind gespannt und wir beantworten alles. Definitiv. Ja. Ihr Fragen? Ja, ja, wir versuchen alles zu beantworten. Ja, ja. Zur Not fragen wir Dr. Sommer. Zur Not fragen wir Dr. Sommer. Ja. Ist er nicht tot? Nein. Nein. Doch. Doch, der ist tot. Der ist letztens gestorben. Schade. Erika Berger. Erika Berger. Oder wir fragen Udo Kier. Oder Udo Kier. Udo Kier weiß auch alles eine Antwort. Genau. Udo. Okay, ihr fragt, wir antworten, schreibt, wir freuen uns. Ich glaube, das hast du jetzt oft genug gesagt. Das wir machen jetzt auch. Was sollen die machen? Schreiben. Ach, schreiben. Fragen. Hier reinschreiben. Genau. Okay. Noch Fragen? Dann fragt. Tschüss. Tschüss.